Und damit kommen wir zu einem Thema, das die EU noch dringlicher beschäftigen muss als CETA und viele andere Themen, dem Bürgerkrieg in Syrien. Die jüngsten Entwicklungen zeigen, dass die Situation vor allem für die Zivilbevölkerung immer noch dramatischer wird. Nicht einmal während der Feuerpause letzte Woche konnten Hilfsgüter geliefert werden. Und gestern sind bei einem Bombenangriff auf eine Schule in der syrischen Provinz Idlib 35 Menschen getötet worden, 22 waren Schulkinder. Das Kinderhilfswerk UNICEF spricht von einem Skandal und, wenn der Angriff vorsätzlich erfolgt sein sollte, von einem Kriegsverbrechen. Es ist ein Blick, der bewegt. Traumatisiert schaut dieser Bub ins Leere. 22 andere Kinder und 6 Lehrerinnen und Lehrer sind tot. Sie sind bei einem Luftangriff auf ihre Schule in dem nordwestsyrischen Dorf Haas in der Provinz Idlib ums Leben gekommen. Das Flugzeug hat uns getroffen. Ich will nie wieder in die Schule gehen. Der Westen macht die russische oder syrische Luftwaffe für diesen möglicherweise schwersten Angriff auf eine Schule seit Ausbruch des Bürgerkrieges verantwortlich. Moskau weist jede Verstrickung zurück. Der Krieg in Syrien wird immer rücksichtsloser, Völker- und Kriegsrecht ignoriert. Immer öfter werden sogenannte weiche Ziele angegriffen. Bis jetzt hat es hier 6 Luftangriffe gegeben, großteils auf den Markt und auf die Volksschule. Die Angriffe kamen genau dann, als die Kinder aus der Schule kamen. Vor allem in Aleppo sind in den vergangenen Wochen immer wieder zivile Einrichtungen wie beispielsweise Krankenhäuser angegriffen worden. Vergangene Woche setzten Damaskus und Moskau ihre Offensive für mehrere Tage aus. Für 3 Tage galt eine humanitäre Feuerpause. Für die Vereinten Nationen blieb es zu gefährlich, Hilfsgüter in die Stadt zu schaffen. Regierungstruppen und Rebellen hatten dies verhindert. We all failed. Bisher haben wir alle versagt. Nicht eine Hilfslieferung konnte in das Gebiet, nicht eine einzige Evakuierung hat geklappt. Das gegenseitige Vertrauen fehlt, es gibt zu viele Missverständnisse. Nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wird der von Rebellen kontrollierte Ostteil Aleppos wieder bombardiert. Russland bestreitet das. Trotz beendeter Waffenruhe respektiere man eine 10-Kilometer-Zone rund um die Stadt und halte weiterhin Fluchtkorridore für die Bevölkerung von Aleppo offen. Als Hinterhalt bewerten Rebellen dieses Vorgehen. Für die nächsten Monate befürchten die Vereinten Nationen eine weitere Eskalation der humanitären Lage. Der schlimmste Winter seit Beginn der Kämpfe steht bevor.